Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei unseren Zipsitz. Ah, sei willkommen, sei begrüßt, aber vorab erstmal das Intro. Her, aber heute geht's wieder los bei unseren Simpsons. Wir wollen wieder was basteln und zwar hat sich das eigentlich fast jeder gewünscht, dass wir das mal wieder neu bauen. Und zwar das Simpsons-Haus wollen wir bauen. Ha, da ist es drüben schon mal in Wolle, aber wir wollen es heute anfangen zu bauen. Wir werden uns das Ganze in drei Parts aufteilen. Heute fangen wir erstmal so mit dem Grundriss unten an. In der nächsten Folge geht es dann mit dem nächsten Stockwerk los. Hat auch ein bisschen was zu tun, weil ich noch ein bisschen hier rumbastel. Ich muss auch gucken, wie ich das machen will. Die Simpsons sind nicht immer so ganz einer Meinung pro Staffel, wie sie denn wohnen möchten. Denn in einer Folge sind die Zimmer mal so angeordnet, in der anderen mal so. Muss ich mal gucken. Ich bastel noch. Und dann in der letzten Folge machen wir dann noch das Dach rauf, die Fenster kommen rein und ein bisschen Deko-Sachen kommen noch dazu. Mal so Kleinzeug, was eigentlich immer irgendwo ansteht, wenn man ein Haus baut. Den Grundriss, den siehst du ja schon vor uns. Aber bevor wir überhaupt rangehen, hier nochmal irgendwie so ein kleiner Einschnitt, wie dann das alte Haus aussieht der Simpsons. Das ist ja schon Jahre her, dass wir das mal gebaut haben. Guckt es euch an, behaltet es noch ein bisschen im Kopf. Und dann, wenn wir dann fertig sind, mach dir mal den Vergleich. Aber, bevor es losgeht, noch eine Info. Und zwar nach jedem dieser Folgen und allgemein jetzt bei jedem Video, findet ihr immer unten in der Videobeschreibung, ja, ein bisschen nach unten scrollen, den nächsten Part, um weiterzubauen. Ne, so kleiner Tipp, falls du dich fragst, hey, wie geht's denn weiter, Video hört auf und, hier fehlt ein Part. Nein, immer unten im Video ist alles verlinkt. So, und natürlich müssen wir wie gewohnt an unsere gute alte Kiste ran. Erstmal hier den Staub ein bisschen abpusten. So, Staub ist weggepustet und dann können wir hier unsere Blöcke rausholen. Für den Start holen wir uns dann einfach mal ein bisschen weiße Keramik raus, rosanen Beton, dann hellblaue Keramik, dann violetter Beton, ein bisschen hellgrauer Beton. Ja, Treppen sollten auch dabei sein. Ich sag mal, die Tropenholzblöcke, die holen wir uns raus. Dann noch ein paar Steinstufen und Purpurstufen, die benutzen wir für unsere Decke. Ihr könnt da auch gerne andere Stufen nehmen. Ich zeige euch sage euch dann, warum. Wenn wir dann erstmal hier unsere Blöcke zusammen haben, geht's los, dass wir uns erstmal das Mauerwerk bauen von den Simpsons. Und ich finde einfach, weiße Keramik ist so die beste Farbe dafür. Bevor jetzt einer rumschreit, warte. Ja, wir klären den Abstand zur Straße. Macht euch so einen Abstand von 8 Blöcke. Ich kann es euch nur empfehlen, ist ein schöner Abstand. 8 Blöcke passt und dann könnt ihr, sag ich mal, hier beginnen mit dem ersten Block. Andernfalls, falls ihr euch schon Häuser in eure Straße gebaut habt, dann passt einfach so die Entfernung des Hauses so zu den anderen Häusern an. Ne, das habe ich jetzt hier bei mir auch gemacht. Ne, wenn eure Häuser weiter hinten stehen, dann setzt ihr das Haus natürlich auch ein bisschen weiter hinter. Sieht natürlich besser aus, als wenn ihr das denn so weit vorne baut. Naja, aber das ist, glaube ich, selbsterklärend. Gut, dann wollen wir anfangen, mal unser Mauerwerk zu bauen. Wie gesagt, weiße Keramik holen wir uns raus. Wo fangen wir denn am besten an? So, dann wollen wir mal anfangen und lassen uns erstmal, wie gesagt, vorne 8 Blöcke so frei. Dann setzen wir uns erstmal eine gerade Reihe hin. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Blöcke setzen wir uns dann erstmal gerade hin. Dann würde ich mal sagen, gehen wir ein bisschen nach links auf der Rückseite. Da setzen wir uns noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin. Insgesamt haben wir dann hier hinten 8 Blöcke. Dann gehen wir einmal so schräg nach oben weg. Da setzen wir uns noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke an sich hier hinten einmal hin. Dann gehen wir hier auf der Seite nochmal 2 Blöcke nach vorne weg. Und dann biegen wir wieder nach links ab und setzen da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin. Insgesamt haben wir hier dann auch wieder 8. So, jetzt müssen wir das Ganze nach vorne ziehen. Das heißt, da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Blöcke hin. Insgesamt haben wir dann natürlich 18 Blöcke hier vorne.
Und dann, wenn wir hier vorne wieder angekommen sind, gehen wir dann einmal nach rechts. Und da können wir einfach mal, würde ich mal sagen, noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Blöcke ransetzen. Und dann halten wir an und fangen da an, wo wir jetzt, sage ich mal, begonnen haben. Gehen hier auch wieder nach links, aber wir setzen jetzt keine Blöcke hin, sondern lassen das ein bisschen frei. Und zwar noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke lassen wir frei, setzen dann wieder einmal eine weiße Keramik hin und nochmal einmal so nach hinten weg. So, dann sollten die sich hier mit der Ecke treffen und wenn das der Fall ist, haben wir alles richtig gemacht. So, der nächste Schritt wäre jetzt erstmal unsere weiße Keramik auf eine gewisse Höhe zu setzen. Die setzen wir uns auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Also 5 Blöcke das Mauerwerk und das machen wir erstmal komplett ringsrum. Wenn wir unser Mauerwerk dann einmal komplett ringsrum gezogen haben, bleiben wir nochmal kurz bei der weißen Keramik mit hier vorne, wo natürlich das offen ist, soll natürlich ganz klar unser Garagentor werden. Da können wir oben schon mal die letzte Reihe miteinander verbinden. So, jetzt geht es ran, dass wir uns die Räumlichkeiten ein bisschen einteilen. Wir werden auch bei unserem Häuschen hier alles mit Tapeten auskleiden. Das heißt, wenn dir natürlich diese Tapetenfarbe von den Sims nicht gefällt, ja, sie haben überall rosa dran, dann kannst du die natürlich auch austauschen und deine eigene Farbvariation zu deinem Häuschen auch ja, gestalten, anpassen, wie man es nennen möchte. So, wir wollen anfangen. Wir nehmen uns dann einmal unseren rosanen Beton zur Hand. Wir haben ja natürlich noch nicht so alles hier da. Wo wollen wir denn am besten anfangen, ohne jetzt großartig zu zählen? Ich würde mal sagen, hier vorne bei unserem Garagentor geht's los. Gehen wir mal rein. Wir haben ja hier diesen Knick. Und jetzt sage ich mal, hier vorne an dieser Reihe hier setzen wir einfach mal an. So, unser rosanen Beton einmal ransetzen. Den ziehen wir jetzt einmal, würde ich mal sagen, gleich einmal nach hinten weg. Wäre am besten. Also ein Block ran, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke an sich rosanen Beton hier einmal ransetzen. So, ich gucke mal einmal hier von oben, wie wir das so ein bisschen uns setzen wollen. So, fangen wir hier einfach mal an, dass wir uns hier das Muster reinsetzen. Ein nach rechts, zwei nach links. So, dann gehen wir hier ein nach oben. Ich weiß, wieder super erklärt, aber ich glaube, ihr kriegt das so ein bisschen hin, wenn ich hier mal ein bisschen hier oben hinstelle. So, dann haben wir schon mal dieses Muster. Jetzt gehen wir einfach mal, würde ich mal sagen, nach rechts. Lassen einen Block frei. Können wir schon mal so machen. Ne? Das sind dann immer diese Türeingänge, ne? Oder an sich immer die Durchgänge zum nächsten Raum. So, lassen einen Block, wie gesagt, frei, setzen uns drei Blöcke hin, einen freilassen und wieder einen hin. So, wenn wir jetzt den hier an der Wand haben, können wir das einmal bis nach hinten wegziehen. Ja, das machen wir mal. Und wenn wir das soweit haben, setzen wir an den wieder an. So, wir können hier einmal, würde ich mal sagen, an der Wand hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke noch ransetzen. Und dann gehen wir noch 1, 2, 3, 4 Blöcke nach vorne weg, zwei nach rechts, einen freilassen und wieder einsetzen. So, nach links wollen wir auch gehen, setzen einen hin, einen freilassen, einen hinsetzen. Und dann haben wir hier erstmal unseren rosanen Beton oben in der Ecke fertig. So, jetzt gehen wir hier wieder nach vorne einmal. Und dann setzen wir jetzt hier einfach mal daneben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke an sich ran. Insgesamt haben wir dann hier 8. So, wenn wir das haben, können wir eigentlich weiter hier zur Seite gehen. Lassen jetzt drei Blöcke frei, setzen uns dann hier zwei hin. Können hier an der Ecke dann nochmal zwei nach oben gehen und ziehen dann hier einmal durch bis an die Ecke. Sind wir denn hier an der Ecke angekommen, können wir das eigentlich bis einmal rüberziehen zur anderen Wand. Hier einfach mal unsere rosane Betonreihe. So, wenn wir das haben, geht es dann hier wieder zur Seite weg. Da zählen wir wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Dann wieder ein freilassen, ein hin, ein nach vorne, ein freilassen. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke dann hier so nach vorne einmal weg. So, wenn wir hier angekommen sind, können wir eigentlich noch 1, 2, 3 wieder nach vorne gehen. Und dann würde ich mal sagen, hier bei diesen drei hier vorne setzen wir einen auf der Seite, zwei auf der anderen Seite, zwei freilassen und wieder einen hin. So, dann sieht unser Muster schon mal so ein bisschen aus. Jetzt geht es immer noch weiter mit unserem rosanen Beton. Ich würde mal sagen, wir hatten jetzt hier uns einen hingesetzt, lassen darüber einen frei und setzen uns hier wieder einen hin. Den ziehen wir wieder zur Seite weg. Da lassen wir wieder, oder setzen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin. Und dann geht es weiter, dass wir uns, sag ich mal, richten wir uns, sagen wir mal, von diesem einen Namen ein bisschen aus. Lassen wieder an zur Seite einen frei, setzen drei Blöcke hin, können hier das dann mit oben einmal verbinden und gehen dann, würde ich mal sagen, hier auf der Außenseite noch 1, 2, 3, 4 Blöcke nach vorne und dann hier auf der anderen Seite nur 1, 2, 3 Blöcke nach vorne. So, dann haben wir schon mal alle unsere rosanen Blöcke platziert. Weiter geht's mit der hellblauen Keramik. Die wollen wir für unsere Küche nutzen und für das kleine Badezimmer, was sich hier hinten befindet. Da fangen wir einfach mal, würde ich mal sagen, hier auch oben in dem Bereich an. Wir können hier an der Ecke schon mal drei Blöcke hinsetzen. Ne? Wir richten uns ja auch hier, was wir schon freigelassen haben. Das sind ja immer die Durchgänge, die können wir an sich hier auch freilassen. Ziehen uns das hier einmal hier die Wand entlang. Dann können wir das hier einmal hier hinten auf der Rückseite komplett einmal zur Seite langziehen. Ne, jetzt hier auf der Seite können wir das auch einmal komplett langziehen. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen.
Jetzt lassen wir hier wieder hier einen frei, setzen uns einen hin. Dann können wir jetzt, sag ich mal, hier am rosa Beton anstoßen, das einmal bis zur Wand hinten ziehen. Und hier vorne setzen wir uns nochmal eins so nach vorne. Ne, das ist ja, sag ich mal, hier so ein bisschen noch, ja, die Wand, dass sie hier noch so ein bisschen vorsteht. So, hier in der Ecke setzen wir uns dann auch nochmal die Farbe hin. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, wir machen ja alles mit Tapete und sieht ja doof aus. Sagen wir, hier ist der Raum so ein bisschen mit Blau und dann haben wir schon wieder rosa. Also setzen wir uns hier auch die gleiche Wandfarbe hin. So, jetzt hier an der Wand, da können wir eigentlich auch die gleiche Wandfarbe einmal ransetzen. Wunderbar. So, dann haben wir eigentlich schon unsere blaue Keramik aufverwendet. Weiter geht's jetzt mit dem violetten Beton. Den benutzen wir für die Garage. Bei den Simpsons haben sie da halt violetten Beton oder eine violette Tapete in der Garage. Das wollen wir uns auch einmal auskleiden. Jetzt einmal hier auf der Seite, wo wir mit dem rosa Beton begonnen haben, setzen wir uns auch einmal den violetten Beton hin. Und dann auf der anderen Seite müssen wir ein bisschen aufpassen. Da wollen wir ja noch später den Keller runterbasteln. Ich würde mal sagen, hier so beim Durchgang setzen wir uns zwei Blöcke hin und gehen dann 1, 2, 3, 4 Blöcke nach vorne weg. Können das hier einmal zur Wand ranziehen. Und dann ziehen wir uns das hier auch noch so ein bisschen weiter nach vorne. Aber nicht komplett. Da lassen wir noch so zwei Blöcke frei. So, dann haben wir eigentlich auch den violetten Beton verbaut. Jetzt geht es weiter mit dem grauen Beton. Das wird, sag ich mal, ja, die Wandfarbe von unserem Keller werden. Das heißt, ihr könnt euch hier so ein bisschen verbauen. Ne, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, schon eine Treppe hier runter basteln. Ne, das erkläre ich aber dann, wenn wir noch zum Keller übergehen. Ja, ansonsten könnt ihr euch hier dann so ein bisschen schon mal hier den grauen Beton als Wandfarbe reinbauen. Oder euch ein bisschen markieren, dass da denn der Keller ist. Bevor wir uns jetzt natürlich jetzt hier die Tapeten hochziehen, kleine Info. Wer möchte, kann sich jetzt schon gerne den Teppich übernehmen. Ne, das ist bei den Simpsons eigentlich sehr original. Außer im Flur, da hatten sie eigentlich eher mehr so einen bräunlichen Boden. Aber in der Spiele-App-Version und so ist das, sag ich mal, in dieser Form. Ist auch meistens bei den meisten Designern oder sonstigen, die, sag ich mal, versucht haben, das Haus so ein bisschen nachzumodellieren. Eigentlich auch immer so die Lieblingsvariation oder Farbvariation gewesen im Flur. Ne, mit so einem grünen Teppich und orangenem Boden. Aber an sich ist das mal ein brauner Boden. Muss man mal gucken, was einem besser gefällt. Mir gefällt die Version und daher habe ich mir die jetzt auch rausgesucht. Aber ansonsten halt türkisen Boden, sage ich mal, hier in den ganzen Bereichen. Im Esszimmer, in den zwei Wohnzimmern und dann hinten noch im Spielzimmer. Ja, Garage hat so einen orangen, also orangen Keramik kann man da nehmen, wenn man möchte. Und sage ich mal, hier in der Küche nimmt man einfach Sandstein und polierten Duorit, wie das heißt, ne? Und dann kann man sich das auch ein bisschen hinziehen. Ja, aber jetzt wollen wir natürlich uns die Tapeten hochziehen. Die ziehen wir uns jetzt aber nicht auf die gleiche Höhe, wie wir draußen schon unsere weiße Keramik haben. Hier ziehen wir alles noch auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke. Das heißt, so ein bisschen die weiße Keramik steht ein über. Ja, dann wollen wir uns das hier einmal alles so ein bisschen hochziehen. Wir machen das natürlich hier wieder mit dem Fingerschnippen. Ich hoffe, du warst noch nicht allzu schnell, um dir die Wände alle auf 4 Blöcke hochzuziehen, denn mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen, aber wirklich nur ein kleiner, den beheben wir mal ganz schnell. Und zwar, wir wissen ja, hier vorne befindet sich ja der Flur. Und zwar beim Flur haben wir, sag ich mal, ja hier unser Treppengelände. Das können wir uns eigentlich schon mal so ein bisschen hinzeichnen. Und zwar machen wir das hier so ein bisschen wie eine Pyramide. Ne, wenn wir das jetzt so lassen, wie wir es uns das gezeichnet haben, haben wir insgesamt hier 3 Stufen. Könnten sagen, hier noch eine 4. Ist leider falsch. Müssen wir noch mal einmal ändern. Und zwar, ist jetzt kein großer Fehler. Wir schlagen jetzt einfach mal hier hinten diese Wandebene noch einmal bitte aus. So einmal hier wegschlagen, dass wir hier die blaue Wand einmal haben und versetzen nur einfach hier dieses Stückchen nach hinten. Zack. Das einmal nach hinten versetzen. Und wer möchte, kann ja denn hier, sag ich mal, auch nochmal sich hier das einfach zubasteln. Ja, ob ihr jetzt hier diesen Platz nutzt oder zubaut, ist euch überlassen. Aber das machen wir einmal mal weg. Zack. Und dann natürlich hier den Boden müssen wir auch nochmal austauschen. Kleiner Fehler, aber den haben wir mal behoben. So, und als Bonusmaterial dafür kriegt ihr jetzt für mich auch hier die Treppe. Das heißt, schnappt euch mal einfach schwarz euch neues Treppen. Ne? Das würde ich mal einfach empfehlen für die Simpsons. Und dann können wir uns die hier schon mal an der Seite so ein bisschen hinsetzen. Auch einmal hier ganz nach oben einmal. Und hier unten machen wir die so, dass sie sich hier so ein bisschen anecken. So, dann nehmen wir uns wieder unseren rosa Beton, weil weiter möchte ich noch nicht nach oben gehen. Wir können, sage ich mal, hier schon, sage ich mal, einmal das hier zumachen und dann auch hier einmal schon so eine Begrenzung oben hinsetzen an 3 Blöcke. Aber mehr machen wir oben noch nicht, weil das muss ich mir selber noch planen, wie wir hier so ein bisschen weiter vorgehen. Muss man ganz schön gucken, nicht, dass wir uns dann doch am Ende verbauen, aber wird nicht passieren. Ich habe da mir schon super im Kopf gemacht, wie wir das machen, aber in der Umsetzung, da hapert es so ein bisschen. Aber das kriegen wir hin. So, als nächstes wollen wir dann natürlich einmal unsere Fenster uns überall schon mal ein bisschen freihauen. Wir beginnen dann erstmal auf der Vorderseite. Wir gucken jetzt aber nicht von außen, sondern von innen, weil es muss ja von innen natürlich auch super eigentlich optimal passen. Wir beginnen dann erstmal, ich gucke einfach mal lieber von oben, dass jeder hier weiß, wo wir hingehen. Und zwar gehen wir jetzt erstmal ins Esszimmer und machen uns vorne da das große
Fenster hin. An sich ist das Fenster hier auf eine 4er Breite und 2er Höhe. Das können wir dann hier einmal so einfach mal komplett freihauen. Natürlich so doppelt freihauen. Dann gehen wir einmal bitte in das andere erste Wohnzimmer hier. Und hier schlagen wir uns auch nochmal so ein 4er Fenster frei. Wir beginnen jetzt hier einfach mal vorne genau an der Wand. Schlagen hier 4 Blöcke weg, ne, 2er Höhe. Und auch hier wieder einmal komplett durch beide Mauerwerke durch. Wir arbeiten uns weiter jetzt ins zweite Wohnzimmer hin. Da, wo eigentlich auch diese berühmte Couch steht von den Simpsons. Da schlagen wir einmal hier hinten in der Ecke, ne, sodass wir hier an der Seite eine Reihe noch Platz haben. So ein 4er Fenster weg. Da sehe ich gerade, ich habe irgendwie von außen das Mauerwerk getroffen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber hier schlagen wir uns einfach mal so ein 4er Fenster rein. Und das gleiche Spiel machen wir einfach hier noch gegenüber. Genau das gleiche Fenster. So, dann haben wir schon mal die Wohnzimmer so ein bisschen alle abgearbeitet. Jetzt geht es in die Küche. Da lassen wir einfach mal auf einer Seite, würde ich mal sagen, zwei Blöcke hier auf der Seite Platz und hier 4 Blöcke Platz und schlagen uns hier auch wieder so ein 2er Fenster rein. Dann haben wir die Küche auch fertig, jetzt geht es weiter. Hier haben wir noch so ein Badezimmer, das hat aber, sage ich mal, in den Grundrissen und alles überhaupt kein Fenster. Von daher lassen wir das mal so. Dann gehen wir mal ins Spielzimmer, da gibt es wieder ein Fenster und zwar auf der Rückseite. Da können wir hier genau in der Mitte so ein 4er Fenster reinhauen. Wer möchte, kann nochmal sich hier ein Fenster reinhauen. Von den Simpsons ist da nicht unbedingt was vorgegeben, muss man mal gucken, wie am Ende das so wirkt. Ne? Sonst haut man sich hier auch noch einfach mal so ein Fenster rein. Ob das jetzt nur ein 2er Fenster ist oder so ein 4er Fenster, muss man mal gucken. So, Keller hat natürlich kein Fenster und Garage auch nicht, von daher lassen wir das komplett in Ruhe. Und dann geht es weiter, dass wir uns jetzt einmal die Decke schon überall reinziehen, weil das ist jetzt nun der letzte Schluss, den wir jetzt hier machen für den Grundriss. Ne, wie gesagt, bevor ihr euch die Decke reinzieht, nutzt noch so ein bisschen das Licht von oben, ne, jetzt wo natürlich noch die Decke frei ist, und zieht euch da wirklich erstmal überall den Boden rein, ne, damit das erstmal tüffig ist. Und wie gesagt, so Küche hat ein anderes Muster. Badezimmer unten kann man sich auf Fliesen legen oder so möchte. Ich habe da erstmal nur grauen Beton gelegt, einfach erstmal so, dass da überhaupt was drin ist, ne? Ja, zieht euch erstmal hier so ein bisschen den Boden rein und dann geht es weiter, dass wir uns die Decke ziehen. So, ich hoffe, du hast dir jetzt die Mühe gemacht, dir den Boden zu ziehen. Jetzt geht es weiter mit den Decken. Bei den Simpsons ist an sich überall, wo, sage ich mal, die Tapete rosa ist, auch die Decke rosa. Jetzt arbeite ich natürlich bei der Decke mit Stufen und leider haben wir noch keine rosanen Betonstufen. Falls sie irgendwann kommen sollten, falls du das siehst, nimm bitte rosane Betonstufen. Ansonsten haben wir Purpurstufen, die wollen wir dann auch erstmal verwenden. Und zwar, wir beginnen nicht im Flurbereich, der Flur geht dann noch ein bisschen höher, den lassen wir natürlich erstmal noch offen. Wir beginnen erstmal hier bei den zwei Wohnzimmern, da setzen wir einfach an der letzten Betonschicht hier von rosa Beton einfach unsere Stufenreihe hin. Ich weiß, Purpurstufen gefallen nicht jedem, aber solange wir nicht rosa Betonstufen haben, müssen wir einfach auf die erstmal zurückgreifen. Das ist so eigentlich die Stufe, die von der Farbrichtung halt dahin geht. Wir setzen die Stufen aber nicht zwischen den Haupt-, also nicht zwischen den Eingängen, da setzen wir dann doch lieber Blöcke hin. Ne? Das können wir eigentlich überall auch, sage ich mal, jetzt im Nachhinein noch überall hinbasteln. Aber sonst setzen wir überall dann einfach mal unsere Stufen hin. Das machen wir natürlich nicht nur hier bei diesen zwei Wohnzimmern, das machen wir auch nochmal hier bei diesem Esszimmer, hier im Flurbereich und auch nochmal im Spielzimmer. Wenn wir denn unsere Purpurstufen verbaut haben, bleiben natürlich noch die Steinstufen übrig. Die wollen wir einmal für die Garage verwenden, für den Keller verwenden und natürlich für die Küche verwenden, wie das kleine Badezimmer. Das heißt, da setzen wir dann überall die Steinstufen hin und nicht vergessen, natürlich hier die Eingänge überall noch die anderen Blöcke dazwischen setzen, dass das hier alles passt. Hier im Kleiderschrank, was sich natürlich im Flur befindet, könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Ob Purpurstufen oder Steinstufen ist da eigentlich relativ. Nehmt, was ihr wollt. So, aber dann füllen wir das erstmal hier auch aus. Wenn wir denn erstmal alles so ausgewählt haben mit unseren Stufen, geht es jetzt weiter, dass wir noch eine Sache machen. Und zwar bei unserem Garagentor können wir das jetzt auch langsam mal zuziehen. Das heißt, wir starten mal unsere Tropenholztreppen und Blöcke. Wir beginnen dann einfach mal, würde ich mal sagen, wir setzen hier einfach mal unseren violetten Beton an. Setzen wir uns hier einfach mal unsere Treppen hin. Darauf dann ganz simpel unsere Blöcke. Und dann drauf setzen wir dann einfach mal umgedreht hier noch unsere Treppen hin. Und was fällt uns denn auf? Wir können hier dann auch nochmal, sage ich mal, zack, ups, unsere weiße Keramik nochmal ein tiefer setzen, ne, dass man das hier nicht sieht, dass sie so offen ist. Gut, was setzen wir jetzt hier oben drauf, ne, von der Innenseite? Da würde ich einfach sagen, da setzen wir einfach mal nochmal hier solche Holzblöcke hin, ne? Dann passt das. So, super. So wollen wir aber natürlich die erste Folge nicht beenden. Eine Sache fehlt noch, wir gehen nochmal an unsere Kiste ran. Denn zu guter Letzt wollen wir natürlich noch ein unserer Hauszimmer noch reinbasteln, ne, damit ihr jetzt schon mal so langsam euch Gedanken machen könnt, wie ihr euch denn das auch einrichten wollt. Ja, für die Haustür der Simpsons brauchen wir ganz einfach gesagt ein paar glatte Steinstufen. Dann nehmen wir noch ein paar dunkle Prismarinstufen als Fußmatte fürs, ja, für die Haustür. Dann holen wir uns noch ein bisschen abgezogene Holzstämme raus. Dennoch davon nochmal die Planken
Dann holen wir uns noch eine Tür davon raus und die Treppe natürlich passend dazu. Es geht los, würde ich mal sagen, erstmal mit unseren Baumstämmen. Da richten wir uns ein bisschen von den Fenstern, können wir auch ruhig ausgehen. Da lassen wir zur Seite einfach mal zwei Blöcke Platz und dann setzen wir uns hier drei hin. Andere Seite genau das gleiche Spiel, ne? Zwei Platz lassen, drei hinsetzen. So, dazwischen setzen wir uns dann einfach mal einmal hier so einen Holzblock. Da können wir dann die Tür hier einmal an die Wand setzen. Davor setzen wir uns dann, würde ich mal sagen, die Fußmatte. Und dann machen wir hier noch unsere Steinstufen einmal ringsrum. Und dann haben wir schon fast vorne das fertig, denn wir wollen auch über der Tür einmal hier so eine umgedrehte Treppe hinsetzen. Und an den Seiten dann jeweils nochmal zwei normale Treppen. So, dann haben wir unsere Haustür auch fertig. Der nächste Schritt wäre natürlich, das denn hier auch nochmal so frei zu hauen. So, auf der anderen Seite kann man sich das denn hier auch nochmal frei hauen. Ups, vielleicht nicht unbedingt bei den Treppen, sondern hier schlagen wir uns das einfach mal so ein bisschen frei. Wie man sich das so ein bisschen verkleiden kann, um reinzukommen, zeige ich dir auch noch. Und zwar setzt du dann einfach auf der anderen Seite eine Treppe hin. An den Seiten würde ich dir einfach mal, ja, empfehlen, hier auch nochmal die Baumstämme sich hier hinzumachen. Jetzt können wir hier oben leider natürlich nicht irgendwie so viel wegnehmen. Gut, wir könnten hier in der Mitte noch die Treppe reinsetzen, aber an den Seiten nicht, weil sonst sieht man das hier nach außen. Von daher kann man dann wieder hier ein bisschen rosanen Beton sich hinsetzen, aber müsste man gucken. Ich würde mal sagen, wir setzen hier einfach komplett einen Baumstamm hin, oder? Setzen wir einen Baumstamm hin? Ja, setzen einen Baumstamm hin und dann können wir hier eigentlich drüber auch nochmal rosanen Beton hinsetzen. Und dann ist es halt unsere Haustür hier halt so, wie man dann rein und rauskommt. Schick, gefällt mir. Schon haben wir die Haustür fertig. Im nächsten Video geht es natürlich dann weiter mit dem zweiten Stockwerk. Da zeichnen wir uns dann die Zimmer alle fertig, machen natürlich hier noch die Wände und alles, ne? Und jetzt zum Abschluss gehen wir noch einmal ein bisschen durchs Haus, damit wir nochmal gucken können, wie das denn jetzt so aussieht. Gut, natürlich mit schönen, sag ich mal, Betonstufen sieht das natürlich ein bisschen besser aus, aber müssen wir halt so nehmen. In der Küche geht das alles noch gut, wenn später Möbel drin sind, dann fällt das alles nicht so auf. Ne, aber für den ersten Blick schon gefällt mir das Ganze. Hier kann man auch super drin spielen, finde ich später, ne? Das möchte man ja eigentlich auch am Endeffekt, ne, wenn das Ganze fertig ist. Wenn man jetzt hier in der Garage ist, ne, wir sehen hier die Ecke. Die Ecke kann man theoretisch auch freihauen, ne, wenn ihr mehr Platz haben wollt. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Könnte man aber machen, oder? Ne, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Ne, solche Ecken, die kann man immer wegschlagen auch. Ne, wäre Quatsch, wenn wir uns die hier so lassen. Die nehmen halt ein bisschen Raum ein. Ne, wenn wir hier so eine Ecke weghauen, haben wir halt ein bisschen mehr Platz, mehr Stellraum. Ne? Bei den Simpsons war ja die Garage auch eigentlich immer gut zugestellt. Kann man hier eigentlich gucken, haben wir ja nicht noch irgendwo so eine Ecke, die wir weghauen können. Aber ich glaube nicht. Da habe ich eigentlich drauf geachtet. Ich habe auch schon ganz schön rumgepopelt hier. Nicht so, sage ich mal, ein paar leere Wände zu haben. Da hatte ich es Anfang erst. Da hatte ich ein paar Räume gehabt, da wo noch ein Hohlraum war. Aber das habe ich alles so drauf geachtet, dass ich das wegkriege. Ja, eine Sache fällt mir noch auf. Und zwar hier hinten könnten wir eigentlich auch noch hier so alles einmal freihauen, um rauszukommen. Hier setzen wir noch keine Tür unbedingt ein. Da muss ich mir selber noch überlegen, wie ich mir das gestalte. Aber das passt erstmal. Ja, super. Dann sind wir erstmal für die erste Folge fertig mit unserem Häuschen. Die zweite findest du, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss!